fleißig heute? Ja, ich habe 3 Tage nichts eingetragen. Wie hieß doch die Stromschnelle, die letzte gestern? Iru Riru. Iru Riru. Warum lachst du? Ach, ich hatte einen Freund auf der Uni, der konnte kein R aussprechen. In dieser Gegend hier würde sich für jeden Satz die Zunge brechen. Karka, Karka! Lach! Doch. Jetzt pass auf. Herrliche Tiere. Tja, leider sind sie fast ausgerottet. Und wer ist schuld daran? Die Frauen. Weil sie die weißen Reiherfedern für ihre Hütchen brauchten. Du hast mir doch versprochen, nicht mehr über Frauen zu sprechen. Entschuldige bitte. Aber einmal musst du dieses Mädchen doch vergessen. Ja, das werde ich auch mit deiner Hilfe. Wieso mit meiner Hilfe? Na, ohne deine Einladung wäre es mir doch nie möglich gewesen, diese Fahrt zu unternehmen. Meine Zeitung hätte mir die Reise nie bezahlt. Na, pass auf, mach ein Ohr. Ein Boot. Frag, woher sie kommen. Wir on the way. Pass auf, ich bin da und ich. Cachoeira muito grande. Levamos homens brancos na canoa. Região perigosa. Não pode. Homens brancos. Maus, voltem. Merkwürdig. Sieht aus, als ob die Leute Angst hätten. Das haben sie auch. Sieh doch, wie sie abhauen. Was haben die Leute Celestine erzählt? Sie kommen vom Salto Mialé. So nennen die Indios den großen Wasserfall. Sie haben 2 Boote mit weißen Männern hingerudert. Hm. Gefällt mir gar nicht. Da wollen wir auch hin. Nur vorläufig. Wir wollen ja weiter. Wohin? Du machst immer nur Andeutungen, aber ich weiß immer noch nicht genau, was du suchst. Ja, du hast mir doch verboten, darüber zu reden. Ich? Ja, ich soll nicht über Frauen reden. Und ich suche Frauen. Ich suche die Amazonen. Ja, gibt es die noch? Es gab in der Geschichte allerdings nur einen einzigen weißen Mann, der sie gesehen hat und der lebendig aus dem Dschungel zurückgekehrt ist. Ein Portugiese namens Miguel Pereira. Pereiras Expedition bestand aus 17 Mann. Sie wurden alle von den Fallen der Amazonen überschüttet. Pereira war der Einzige, der sich retten konnte. Und wie entkam dieser Pereira den streitbaren Damen? Tja, das wusste er selber nicht genau. Er behauptete, dass er von einigen Giftpfeilen getroffen, ohnmächtig ins Wasser fiel. Das war oberhalb des Alto Mialé. Und als er wieder zu sich kam, schwamm er unterhalb des Wasserfalls. Tja, damals glaubte niemand die Geschichte. Ich glaube ihm auch heute. Aber ich. Weißt du, es gibt nämlich eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Inzwischen wissen wir nämlich, dass die Indianer in dieser Gegend hier ein Pfeilgift benutzen. Das berüchtigte Curare. Ja, ich weiß. Das verwendet man doch bei operativen Eingriffen. Ne? Dieses Curare lähmt die Muskeln und die Atemwege. Es kann tödlich sein. Es kann aber auch nur für eine bestimmte Zeit wirken. Das hängt von der Menge und von der Mischung ab. Es ist also durchaus möglich, dass unser Freund Pereira den Sturz aus dem Wasserfall dadurch überlebt hat, dass seine Atmungsorgane gelähmt waren. Er hat nicht geatmet und hat auch kein Wasser geschluckt. Und das glaubst du? Na, warum soll ich das nicht glauben? Der Bericht von Pereira liegt in der Nationalbibliothek von Rio und ist erst 200 Jahre alt. Oberst Fawcett hat auch an ihn geglaubt, als er in den Mato Grosso aufbrach, um die versunkene Stadt zu suchen. Aber auch er kehrte nicht zurück. Nein, beim großen Wasserfall verlor sich seine Spur. Ob wir wohl mehr Glück haben werden? Hast du Angst? Angst? Ich weiß nicht. Ich finde es nur komisch, dass ich mich zu einer monatelangen Reise entschlossen habe, um eine hübsche 25-jährige Frau zu vergessen. Und jetzt soll ich dir helfen, eine zu finden, die mehrere tausend Jahre alt ist. Na, glaub mir, mein Junge, die kann nie so gefährlich werden wie eine 25-Jährige. Professor, Piranhas! Anna, Hara, Hara! Als ob das Wasser kochen würde. Die Biester sieht man kaum. Dabei sind es Hunderte. In einigen Sekunden fressen die einen ganzen Ochsen auf. Da sind mir die Amazonen schon lieber. Adiante, los. Heute haben wir schon ein schönes Stück geschafft, was? Ja, Kapitän. Wir haben jetzt Essen und Schlafen verdient, waren sehr fleißig. Du bist ein verfressenes Schwein. Ja, Kapitän. Warum ist das Lager noch nicht aufgebaut? Ich es nicht wissen, Kapitän. Ich war wegschlagen mit Kapitän Picada. Emanuel! Wo steckt denn dieses Narbengesicht?
Dort. Das Schwein ist wieder voll wie 1000 Mann. Whisky. Hey, das zweite Boot ist weg. Indios auch, alle vier. Boote haben sie mitgenommen. Verflucht doch mal. Ja, such nur. Wo ist dein Gewehr? Es ist weg. Und das Boot auch. Feige bist du auch noch, du hässlicher Vogel. Wo sind die Indios? Du solltest sie noch bewachen. Dabei hast du dich wieder besoffen. Jetzt ist aber genug. Wann ist genug? Das musst du schon mir überlassen. Das ist doch Wahnsinn, weil er sich einmal besoffen hat. Du meinst wieder einmal. Wir brauchen Emanuel noch. Ich brauche nur seinen Plan. Und den finde ich auch, wenn er abgekratzt ist. Vielleicht dann noch bequemer. Auch dort wirst du deiner Strafe nicht entgehen. Fabelhaftes Boot. Der Himmel schickt es uns. Oder die Hölle. Zum Glück nur eine Fleischwunde. Aber ohne die Tetanusspritze könnte die Sache trotzdem unangenehm werden. Wollen Sie mir verraten, was Sie zwischen den Krokodilen gesucht haben? Gold. Emanuel sucht immer nur nach Gold. Nicht wahr, Emanuel? Ich muss Ihnen sehr dankbar sein, Senor. Senor Van Fries, wenn ich mich nicht täusche. Johann. Sie kennen mich? Nur vom Sehen, Professor. Natürlich nur vom Sehen. Sie sind sicher Peter Van Fries. Mein Name ist Don Geronimo Aussa. Ich bin der Leiter der Expedition. Bitte nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Bitte. Wollen Sie mir nicht sagen, Senor Aussa, woher Sie mich kennen? Aber gern, Professor. Aus der Nationalbibliothek in Rio. Sie waren aber derart in den Bericht von Miguel Pereira vertieft, dass Sie mich nicht bemerkt haben. Bestimmt nicht. Sonst wären Sie mir in dieser Umgebung unbedingt aufgefallen. Sehen Sie in mir bitte keinen Konkurrenten, Professor. Meine Expedition hat rein wissenschaftlichen Charakter. Meine nicht. Die Wissenschaft macht sich heute nicht mehr bezahlt. Sind Sie übrigens unterwegs nicht einem Boot begegnet, Professor? Ja, das sind wir. Mit vier Indios. Die haben es verdammt eilig gehabt. Kann ich mir vorstellen. Die Hunde haben ein Boot von mir gestohlen und fast alle meine Ruder. Außerdem haben sie über die Hälfte der Verpflegung mitgenommen. Sie hätten die Indios aufhalten müssen, Professor. Naja. Die Burschen sind verschwunden und Sie sind da, Senores. Die Madonna hat sie uns geschickt. Von der Madonna kann keine Rede sein, aber wenn wir Ihnen irgendwie helfen können? Das können Sie bestimmt, Professor. Ich brauche nur Ihr Boot und Ihre Lebensmittel und Ihre Indios. Sonst nichts? Sonst nichts. Das lassen wir uns nicht gefallen. Es war sehr interessant, Sie kennengelernt zu haben, Senor Aussa. Komm, bitte. Sie bleiben hier, Senores. Sie können uns hier nicht befehlen. Ich vielleicht nicht, aber mein Revolver. Und ich kann sagen, das ist mir ein Vergnügen. Matteo, ist das alles? Ja, ich glaube schon. Sie können uns unsere Waffen nicht wegnehmen. Die Waffen brauchen Sie nicht mehr. Von jetzt ab stehen Sie unter meinem persönlichen Schutz. Ich schätze, Sie werden mich begleiten müssen. Sicher. Es hat keinen Sinn, Peter. Senor Aussa, würden Sie uns was verraten? Was suchen Sie eigentlich hier oben? Dasselbe wie Sie natürlich. Oder sagen wir gewissermaßen dasselbe. Ich will offen sein, denn ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin auf der Suche nach Gold. Gold? Ja, einfach Gold, verstehen Sie? Gold der Amazonen. Und wo wollen Sie jetzt hin? Sie werden lachen, ich habe dieselbe Idee wie Sie. Ich will dorthin, wo Sie hinwollen. Ich glaube, dass Sie das hier sehr interessieren wird. Eine goldene Pfeilspitze.
Und das? Ohne Zweifel sehr interessant. Nur im Museum von Rio gibt es solche Stücke. Ich habe noch einige davon. Ein guter Freund hat sie mir anvertraut. Das ist unmöglich. Der einzige Mensch, der von der Amazonenstätte zurückgekehrt ist, ist schon seit mehreren hundert Jahren tot. Ja. Das stimmt nicht. Er lebt. Er ist sogar sehr lebendig. Wo ist dieser Mann jetzt? Hier sitzt er. Halt die Schnauze, Emanuel. Damit Sie klar sehen, Professor. Dieser Mann dort gehört mir. Sie haben bis morgen früh Zeit zu überlegen, ob Sie freiwillig mitkommen oder nicht. Sollten Sie bis dahin keine Entscheidung getroffen haben, müssen wir leider ein wenig nachhelfen. Ja, dieser überaus freundlichen Einladung können wir natürlich leider nicht widerstehen. Kommen Sie wohl sehr stark damit vor, junger Mann. Hm? Auf jeden Fall stärker als ohne. Waffen haben in dieser Welt schon sehr viel Unheil angerichtet. Ich weiß. Wer ohne Waffen in den Dschungel geht, ist ein Narr. Na, dann scheine ich solch ein Narr zu sein. Eine Gewissensfrage. Wären Sie imstande, uns abzuknallen? Ungern. Aber ich würde Ihnen nicht raten, einen Fluchtversuch zu machen. Wissen Sie, wir sind in dem Gebiet der Chavantes-Indianer. Wenn ich daneben schieße, macht das nichts. Aber diese Indianer sind sehr gefährlich. Und wenn man ihnen ohne Waffen begegnet? Das bezweifle ich nämlich. Ah, ich glaube lieber an das Gute im Menschen. Ja, lassen Sie sich mal von Emanuel was über die Chavantes-Indianer erzählen. Er glaubt nicht, dass das Menschen sind.
Was war das? Vielleicht ein Vogel, vielleicht ein Signal. Achtung! Verdammt nochmal! Savantes machen Falle mit Baum. Deshalb lachst du Affe? Kongo immer lachen. Kongo ist ein feiner Mensch. Kongo Sonne im Herzen. Aber du hast kein Gehirn im Kopf. Nimm, aber spar mit der Munition. Na? Kongo nicht wollen diese Revolver. Revolver ist Revolver, du Idiot. Kongo wollen diesen. Dieser viel schöner. Beeil dich, wir müssen ans Ufer. Weg mit den Dingern. Wo ist meine schöne Hut? Los, gib mir deine Hand. Und meine Revolver. Gib doch mal verpissen. Bei dem weg. Ach was, meine Winkel der Sau. Sie haben ja keine Waffen. Hier. Aber das ist gegen die Chavantes, nicht gegen mich. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Jetzt geht's los. Bleiben Sie hier beim Professor. Kongo. Kongo. Aqui, pesquei da água. Hast du gut gemacht, muito obrigado. Chavantes machen Kongos Hut mit Pfeil viel besser. Porcaria! Thank you.
keine Schüsse mehr. Ja, ich auch nicht. Na, die scheinen uns vergessen zu haben. Kann schon sein. Was meinst du, wenn wir jetzt zum Boot gehen und wie die Verrückten stromaufwärts losrudern, dann kommen wir doch schnell voran. Und uns gehört's ja schließlich. Ja, glaubst du, wir kommen unbehelligt zu den Booten? Hm? Mal sehen. Na, versuch's mal. Ach, ist sowieso nicht mehr geladen. Warte hier. Dieses verfluchte Indio-Pack. Verdammter Mist. Peter. Peter. Peter! Was ist denn? Bekommt eine Sonderbehandlung. Sogar von zarter Hand. Ich habe leider meine Brille verloren. Ich habe Durst. Gebt mir Wasser. Hört das Signal? Jetzt kommen Sie. Wer kommt? Die Amazonen. Professor, kommen Sie schnell. Beeilen Sie sich. Machen Sie schnell, Professor. Was ist denn los? Die Frauen kommen. Sehen Sie, Professor. Ich kann doch nicht sehen ohne Brille. Kongo werden alles erzählen, Professor. Da sind sie ja, die Amazonen. Ich sana. Akai Kiduba. Thank you.
stehen Sie wieder vor. Ist das nicht wie ein Fluch? Seit 20 Jahren jage ich denen nach und jetzt kann ich sie nicht mal sehen. Frauen sind sehr schön, Professor. Sind sehr hübsch. Schöne Damen nicht zu uns Männer kommen. Kongo weinen, Kongo sehr, sehr traurig. Sie werden kommen. Verlass dich drauf. Manche sagen, ich wäre verrückt, und sie haben recht. Zum zweiten Mal komme ich jetzt freiwillig in diese Hölle. Ich steche mit Herz, Dame. Warum sind Sie denn nochmal hergekommen? Wer hat Sie gezwungen? Ich, wenn Sie nichts dagegen haben. Sollte er noch etwas wissen wollen, halte die Schnauze, Emanuel. Wenn es mir passt, gebe ich ihm Antwort. Du hast hier nichts mehr zu befehlen, Kapitän. Ach. Professor, bitte schnell herkommen. Beobachten Sie, was Kongo sieht. Was Kongo sieht, sieht Senior Professor nicht. Ohne Brille. Ihr alles sehr komisch. Männer hängen Wäsche auf die Leine, tragen Wasserkrüge auf Kopf. Bei uns das müssen machen die Frauen. Andere Länder, andere Sitten? Andere Sitten nicht gut, Professor. Schawantes haben keine Frauen. Wir warten schon 10 Tage in Hütte. Kongo wissen. Kongo machen Zeichen. Keine Frau gesehen seit 10 Tagen. Keine hübschen Mädchen. Keine Junge, nicht einmal Alter. Ja, aber Kinder hast du doch gesehen, du Ochse. Ja, Kinder, Kinder und immer wieder nur Kinder. Du glaubst, die Schawantes bringen sie selbst zur Welt? Ich das wirklich nicht wissen. Kongo, du bist noch dämlicher als die Polizei. Ich. Lana. Lana? Du werden gesund.
Ich steche mit Erzkönig. Das ist doch K.O. 7. Schade, dass wir nicht um Geld gespielt haben, Senior Professor. Apropos Geld. Gibt es einen Ausdruck dafür in der Sprache der Cervantes? Das glaube ich kaum. Die werden nicht wissen, was Geld ist. Und was heißt Gold? Oldoco. Oldoco, hm? Oldoco. Was heißt Liebe? Oh, da gibt es verschiedene Ausdrücke. Am weitesten kommen Sie mit Agonate. Agonate. Naja, immerhin habe ich 38 Wörter. Glauben Sie, die Amazonen verstehen diese Sprache? Hm. Das letzte Wort bestimmt. Danke, Manuel. Wir jetzt graben prima tiefe Loch. Halt die Klappe, du Idiot. Von was für einem Loch spricht er da? Wir brauchen noch einen Platz für eine Feuerstelle. Die Nächte sind ja kalt und... Schon wieder diese verdammten Trommeln. Darmbesuch. Frauen kommen hierher. Macht schnell das Loch zu. Diesen hohen Besuch habe ich schon längst erwartet. Wieso? Haben Sie denn nicht bemerkt, Senior Professor, dass wir jetzt dreimal so viel zu futtern bekommen als in den ersten Tagen? Die werden richtig gehend gemästet. Die Amazonen sind doch keine Menschenfresser. Nein, das nicht, aber Männerfresser. Und ein weißer Mann ist ein seltener Leckerbissen für Sie. Ach so. Okay. Itamakumatu Nico Roger. Senior Professor. Hm? Sie sollen mitgehen. Was? Ausgerechnet ich? Ja. Viel Vergnügen. Hm. Meine Brille. Danke. Moment. Akadaba. Pereira, Cervantes, Sklaven? Sklaven? Einen Moment. Ah, hier. Reda bedeutet Sklaven. Ah, Sklaven. Hm? Aha. Ah, ich hoffe, wir verstehen uns. Sklaven. Ja, genau wie bei uns in Europa. Engore. Lasta Nukama. Akadaba. Peter. 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 Du brauchst wohl auch schon eine Brille, was? Bist du es wirklich? Hm? Ich bin es wirklich. Wo bin ich hier eigentlich? Ist das eine Statue? Wie du siehst, sie ist keine Statue. Sie heißt Taira und hat dir das Leben gerettet. Sie hat die Schlange getötet. Die Schlange? Tairas erster Schuss ging leider fehl. Daher deine Verwundung. Woher weißt du das alles? Sie hat es mir selber erzählt. Schau mal hier, was ich habe. Mein Wörterbuch.
Wenn es sein muss, kann ich mich mit Händen und Füßen in der Sprache der Amazonen verständigen. Emanuel hat mir nämlich Unterricht gegeben. Sagtest du Amazone? Jawohl, ich sagte Amazone. Diese Tahira ist also... Ja, sie ist eine echte Amazone. Die erste, die du in deinem Leben gesehen hast. Nein, nicht die erste. Ich habe schon eine gesehen, aber sie war blond und ihre Haut war weiß. Du hast geträumt, Peter. Nein, ich habe nicht geträumt. Diese Frau war wirklich hier. Sie hat zu mir gesprochen, in unserer Sprache. Sie hat mir gesagt, sie heißt Lana. Und dann hat sie noch gesagt, dass ich gesund werden muss. Das sage ich ja auch. Du hast immer noch Fieber, weißt du? Wirklich. Aber wenn Fieberträume so schön sind, dann will ich mein Fieber noch eine Weile behalten. Sie hat mir meine Kette mit dem Kreuz genommen. Dann war mir so, als ob sie irgendetwas... Hier ist es. Tatsächlich. Dieser Stein kommt nur im Amazonasgebiet vor. Ein prachtvolles Stück für meine Sammlung. Halt! Der gehört mir. Entschuldige. Vielleicht träume ich von ihr. Sie jetzt machen Feuer. Also dann los. Emanuel, wo hast du deinen Plan? Soll das hier die Schlucht sein? Ja. Wie weit ist die von hier? Ein Spaziergang, aber ein lebensgefährlicher. Hier, etwa 300 Meter vom Eingang der Schlucht entfernt, führt ein schmaler Weg hinauf zum Wald. Und dahinter liegt die Amazonenstadt. Und wo ist nun die Schatzkammer? Aha, das sage ich dir erst, wenn wir dort sind. Kluges Kind bist du. Warst du jemals in dem Haus drin? Ja, aber nur ganz kurz. Ich war ganz geblendet von dem vielen Gold. Auch den Amazonenstein habe ich gesehen. Er funkelte wie Feuer. Ein Diamant so groß wie meine Faust. Deine Faust aber sehr klein sein, Emanuel. Kongo viel größere Faust. Diamant ist gut, wenn so stark wie Faust von Kongo. Halt die Klappe, Kongo. Pass lieber auf, was unsere Freunde da draußen machen. Sie jetzt Fische braten. Aha. Baptiste. Sieh mal her. Das hier ist der Eingang zur Felsenschlucht. Er wird sicher bewacht werden. Wenn das der Fall ist, treffen wir uns hier. Ich muss aber wissen, aus wie viel Mann die Wache besteht. Du darfst dich aber nicht schnappen lassen. Sinzion. Wenn die Schlucht nicht bewacht ist, schleichst du bis hierher. Mhm. Dann kletterst du den Berg hinauf und versteckst dich oben im Dschungel. In einer halben Stunde kommen wir nach. Verstanden? Sinzion. Jetzt, sie fressen den Fisch auf. Sei leise, mein Junge, und so vorsichtig wie möglich. Die Chavantes können sehr ungemütlich werden. Mhm. Pass auf, du musst immer im Dschungel bleiben und versuche, allen Wegen auszuweichen. Mach's gut. Zigarren zum Rauchen. Ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, wenn ich Batista nachgehe. Warum? Batista ist noch sehr jung. Deshalb habe ich ihn ja geschickt. Seine Jugend wird ihn beschützen. Wenn eine Amazone ihn erwischt, schleppt sie ihn in ihr Bett. Da ist er in jedem Fall gut aufgehoben. Du hast doch Erfahrung, Emanuel. Mir ist es jedenfalls so ergangen. Baba, so hieß meine Amazone, hat mich mit dem Pfeil erlegt wie einen Hasen. Na ja, dann hat sie ganz einfach von mir Besitz ergriffen. Ich gehe Batista nach. Meinetwegen. Aber du musst so laut aus wie ein Schatten sein.
Vielleicht ist es besser so. Zwei sehen mehr als einer. Ja, machen aber auch viel mehr Lärm. Was ist denn passiert? Ein Pfeil. Dass sie jemals gefährlich werden können. Eva hätte meinem Paradies auch nichts Böses zugetraut, bis sie Appetit auf den Apfel bekam. Diana ist nicht dabei. Vielleicht ist es unter der Würde einer Königin. Ach, sie sah überhaupt nicht würdevoll aus, schon gar nicht wie eine Königin. Warum sollte Tahira mich belügen? Ah, Frauen lügen meistens ohne Grund. Nein, Tahira nicht. Sie mag mich, seitdem sie weiß, dass ich mich bemühe, ihre Sprache zu erlernen. Vielleicht hast du sie falsch verstanden. Ja, möglicherweise war dein selbstgestricktes Wörterbuch daran schuld. Ein Flugzeug. Wo? Ich sehe keinen. Na, da unten ein Flugzeug, frag. Tatsächlich. Der große Vogel. Was für ein Vogel? Na, jetzt verstehe ich alles. Tahira hat mir heute erzählt, dass nach der Erbfolge sie eigentlich die Königin der Amazonen sein müsste. Tahira ist nämlich eine Prinzessin. Aber eines Tages brachte ein großer Vogel ein weißes Mädchen aus den Wolken auf die Erde hinunter. Na ja, nüchterner ausgedrückt. Ein Flugzeug ist abgestürzt. Und das weiße Mädchen überlebte den Absturz? Ja. Sie wurde als Halbgöttin verehrt und sie wurde ihre Königin. Und sie heißt Lana? Ja, so muss es gewesen sein. Woher mag das Flugzeug wohl sein? Komm, wir sehen es uns mal an. Nee, ich verstehe nichts von Flugzeugen. Du gehst lieber allein. Ist gut. Curry.
damit. Ja, ich weiß. Mit diesem Flugzeug vom Himmel gefallen. Ja, mit dem Flugzeug. Vater? Nein, Onkel. Bruder meines Vaters. Du noch haben Vater? Ja. Und Mutter? Ja, aber tausende Kilometer weit. Ich haben Vater und Mutter hier. Hier? Komm, ich dir zeigen. Vater gleich tot. Cervantes mit Pfeil. Mutter noch leben. 3 Jahre noch. Immer sprechen mit mir in meine Sprache. Deshalb, ich kann mit dir sprechen. Aber vieles vergessen. Wer hat die Kreuze gemacht? Für Vater meine Mutter. Für Mutter ich. Menschen hier kennen nicht Kreuz. Aber du? Ich ja. Ich habe gesehen, als ich war bei dir. Deshalb, ich denke, dich schickt meine Mutter mit kleinem Kreuz. Dass ich dir habe genommen. Du mir nicht böse? Ich bin dir nicht böse. Und ich danke dir für den schönen Stein. Muss man einer Königin nicht die Hand küssen? Die Hand küssen? Na ja, so. Nicht gut, da wäre mich sehen mit dir. Warum ist das nicht gut? Da wäre ein böser Mensch. Ich jetzt müssen gehen. Ich bin glücklich. Du bist hier. Simigato. Buen dia, Señor Professor. Buen dia. Was ist denn das? Ein Leguan. Ein Leckerbissen hierzulande. Sie dürfen auch so herumspazieren ohne Bewachung? Ja, die Chavantes wissen, dass wir ohne Waffen völlig hilflos sind. Ja, sagte mein Neffe ja auch. Übrigens, ich habe was für Sie, ein paar Hieroglyphen. Woher kennen Sie sowas? Mein Vater hat sich damit beschäftigt, allerdings mit ägyptischen. Ihr Vater? Ja, hier, bitte. Matteo, Sie glauben gar nicht, was Sie mir für eine Freude bereitet haben. Sie stammen aus einer viel älteren Periode als diese hier. Wissen Sie, wenn ich etwas Glück habe, kann ich das ganze Alphabet zusammenstellen. Das ist die größte Entdeckung seit der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. Matteo, das werde ich Ihnen nie vergessen. Das habe ich zu Ihrem Neffen auch gesagt, als er mich von den Chavantes gerettet hat. Übrigens, Sie können ihm sagen, dass ich auch was für ihn habe. Für Peter? Ja, ich weiß, wo seine Waffen versteckt sind. Ach, Sie glauben, er interessiert sich dafür? Glauben Sie nicht? Ja. Ja, ich glaube schon. Es sieht so aus, als wenn wir auf Kongo verzichten müssen. Er fühlt sich hier sehr wohl. Scheiße. Und was ist mit dir? Wie hast du dich entschieden? Wir werden sehen. So. Schön, dass du da bist, meine Frau. Setzt euch zu mir! Setzt euch doch! Oh. Na, endlich gibt's was zum Essen. Como está tudo por aí? Tá, tudo. Comida boa? Tudo direito, tá, não é? Tá. Vamos lá pro palestra. Vem, vamos pra lá. Hast du es gemerkt? Dass Emanuel fehlt, ist keinem aufgefallen. Ich glaube, die haben gar nichts dagegen, wenn wir hier verschwinden. Die Chavantes schon, die wären wenigstens die lästige Konkurrenz los. Aber die Damen? Mhm. Da kommt Emanuel. Ich habe was entdeckt. Ich weiß jetzt, wo sie unsere Waffen versteckt haben und die Kiste mit Dynamit. Du bist in Ordnung, Emanuel. Wie hast du das herausbekommen? Hinter der kleinen Hütte habe ich mit meiner Essensträgerin geschmust. Plötzlich sind zwei Chavantes gekommen und haben die Kiste in die Hütte hineingetragen. Und weißt du auch, ob die Hütte bewacht wird? Wahrscheinlich, aber für uns wird es kein Problem sein.
kenne mich in der Etikette des Amazonenhofstaates nicht aus. Muss ich eigentlich Majestät zu dir sagen? Majestät? Du, Königin. In Europa, Majestät. Für dich, Lana. Gut, Lana. Emanuel, sieh mal, Kongo wird von den Mädchen weiß genug haben. Halt! Hör doch auf, Kongo kann nicht mehr! Der hat die Nase bald voll. Aufhören! Ich will nicht mehr! Lass mich jetzt zufrieden! Dort. Das hier liebe ich. Dieses ist mein Lieblings. Wie heißt das, mein Lieblings? Platz. Ja, mein Lieblingsplatz. Manchmal liege ich hier und denke. Manchmal fahre ich mit dem Boot. Mit dem Boot auf diesem Bach? Mein Boot liegen unten am Fluss. Was, dort ist ein Fluss? Ja. Schön. Ein schönes Boot. Wohin fließt dieser Fluss? Weit weg durch den Dschungel. Zum großen Fluss. Zum großen Fluss? Unterhalb der Wasserfälle? Was ist unterhalb? Das sind die Wasserfälle. Das ist unterhalb und das ist oberhalb. Unterhalb. Du wollen weg? Ich wollte weg, aber jetzt nicht mehr. Und wenn, dann nicht ohne dich. Du wollen mich mitnehmen? Ja. Du haben niemand zu Hause? Nicht Frau? Ich eine Frau? Merkwürdig. Es ist auf einmal schwer, sich zu erinnern. Und leicht, alles zu vergessen. Nein, Lana, ich habe zu Hause keine Frau. Lana, bist du glücklich hier? Hast du nie Sehnsucht nach deiner Heimat gehabt? Oh ja, nachdem meine Mutter ist gestorben. Aber dann habe ich mich gewöhnt. Und wie sollte ich weg, alle auf mich aufgepasst? Auch heute. Wenn Tahira nicht wollte, ich auch nicht heute sein mit dir allein. Was glaubst du, warum tut Tahira das? Weil sie mich haben gern. Glaubst du? Ja, bestimmt. Bestimmt hat sie dich gern, aber ob das der einzige Grund ist? Was für andere Gründe? Ist es wahr, dass Tahira die Königin der Amazonen geworden wäre, wenn du nicht vom Himmel gefallen wärst? Ja, das ist wahr. Glaubst du, dass Tahira wollen, dass ich... Ich kann dir das nicht verdenken. Hat sie dir das gesagt? Mir nicht. Ich kann doch gar nicht mit dir reden, aber dem Professor. Dass niemand darf erfahren. Niemand. Vor allem Tabera nicht. Der böse Mann. Hat er was gegen dich? Nein, nichts gegen mich. Ich glaube, er... Wie sagt man? Er liebt dich. Er will werden mein Mann. Die Alten wollen das auch. Wer sind die Alten? Die alten Frauen. Das Hohe Rat nennt man sie. Sie befehlen über Tod und Leben, über alles. Sie machen Gesetze, sie bewachen den Schatz. Nicht ich bin die Königin, sondern die Alten. Ich muss tun, was die Alten wollen. Sie würden mich lassen töten, wenn sie wissen, dass ich will weg, fort von hier. Lana, willst du fort von hier? Mit dir, ja. Ich werde alles tun, um dich zu befreien, Lana. Das ist Tahira. Sie gibt Warnung. Du musst weg, schnell. Warum lachst du? Nimm gefälligst die rechte Hand dazu. Bitte nicht. Wunde tun noch sehr weh. Gib her, ich mache es selbst. So.
Na, du Casanova? Die Frauen sagen, Chavantes werden bald machen großes Fest. Fest des Mondes. Sehr viel fressen, sehr viel saufen, sehr viel tanzen. Kongo sagen, hoffentlich bleiben bei fressen, bei saufen, bei tanzen. Kongo sehr müde. Ja, am Tage müssen wir schuften wie die Tiere und abends dann noch diese verdammten Weiber. Hast du denn immer noch nicht genug, Kongo? Willst du denn ewig hier bleiben? Nein. Kongo will auch von hier weg. Kongo schon zu Frauen gesprochen. Kongo kann doch nicht immer nur essen und leben von Mandioca-Brei. Mandioca-Brei es gibt zum Mittagessen. Mandioca-Brei es gibt zum Abendessen. Immer wieder nur Brei. Frauen sagen, Kongo zum Fest kochen soll für das ganze Dorf. Für Männer und Frauen. Mache Essen wie in Rio. Die Idee ist fabelhaft. Die Amazonen kommen auch hierher? Es kommen alle. Das Fest gehört ihnen ja. Oh, das ist wunderbar. Eine glänzende Gelegenheit, um die Flucht durchzuführen. Du wirst sie ablenken von unserem Vorhaben. Und ich werde dich dabei unterstützen. Sie müssen sich in Sicherheit wiegen. Du nimmst doch nicht an, dass uns keiner bemerken wird. Oh. Gib ihnen so viel zu saufen, dass sie nachlässig und leichtsinnig werden. Hör mal, wenn alle hier feiern, wird die Amazonenstadt kaum bewacht. Mit den paar Wachen werden wir schnell fertig. Und frei ist der Weg zur Schatzkammer. Matteo! Matteo! Wo steckt denn dieser Kerl schon wieder einmal? Ach, Peter. Das habe ich von Matteo bekommen. Sehr interessant. Naja, er hat mir auch für dich was mitgegeben. Etwas, das dich vielleicht etwas mehr interessieren dürfte. Eine Skizze vom Dorf. Hier in dieser Hütte werden unsere Waffen aufbewahrt. Wirklich? Gut, dass ich das weiß. Ja, ich dachte, dass dich das mehr interessiert als meine Schrifttafeln. Leider wird diese Hütte bewacht, Tag und Nacht. Taira müsste helfen. Taira Astokora. Aquí, acoré, toqué, adula, siadula. Taira. Was ist denn? Frauen sagen, morgen Nacht soll ihr Mondfest sein. Jungs, habt ihr verstanden? Morgen Nacht geht's los. Whisky ist es nicht. Das möchte ich dir auch geraten haben.
Heute Abend können wir keine Besoffenen brauchen. Nur noch einen Schluck. Lass mich mal probieren. Nimm dich ja zusammen, du Armleuchter, sonst. Auf den da müsst ihr mir aufpassen. Der Kerl trinkt nicht, das ist mir schon aufgefallen. Ja. Den Mate von Kongo wollte er auch nicht trinken. Hast du Matteo gesehen? Nein, aber der muss hier irgendwo sein. Muss, aber er ist es nicht. In letzter Zeit gefällt mir der Kerl nicht mehr. Hier ist es. Pass noch ein bisschen auf. Ich fürchte, das Boot wird unter dem Gewicht sinken. Können wir nicht ein bisschen davon wegschmeißen? Wegschmeißen? Na, du bist gut. Seit 20 Jahren habe ich versucht, diese Schriftzeichen in die Hände zu kriegen. Wegschmeißen. Wir werden nicht mit leeren Händen zurückkehren. Ich habe ja nur gefragt. Na, Matteo, haben Sie sich die Sache anders überlegt? Ich fahre mit. Gut, dann holen wir jetzt Lana. Vamos, Beba! Beba!
Mach's gut, Kleiner. Lana, komm, wir müssen uns beeilen. Komm schon. Keine Spur von Matteo. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Er wird haben Herz in Hose. Ach, halt die Klappe. Ich glaube an was ganz anderes. Wir müssen weiter. Halt. Sieh mal dort. Das ist der Eingang zur Schatzkammer. Ich sehe nur zwei Wachen. Wenn es nicht mehr sind. Das hoffe ich in unserem Interesse. Den Brunnen müssen wir erreichen dort drüben. Der gibt uns am meisten Deckung. Kommt vorwärts. Aduba, Lana. Runter! Lana! Los, zurück ins Gewölbe! Gib die Handgranate her. Ja, Kapitän. Da. Bist du denn verrückt? Was soll ich mit dem Maiskolben? Oh, pardon, Kapitän. Hier, habe ich verwechselt. Lana, avora, vocavilo mortala. Wenn ihr euch nicht ergibt, werden wir euch wie räudige Hunde abknallen. Senor Usa, hören Sie auf zu schießen! Ich will Ihnen etwas sagen! Ich weiß, was Sie mir sagen wollen, Professor. Dass Sie die Beute schon in Sicherheit haben. Aber da irren Sie sich! Du gibst mir Feuerschutz, Emanuel. Ich versuche, allein reinzukommen. Und alles gehört mir. Vielleicht jetzt haben Kapitän schon Diamant so groß wie Faust. Meinst du? Ja. Hier, wenn Sie eine Zeit knallen ab. Ja, Kongo werden schießen. Jetzt bin ich reich. Jetzt bin ich König. Kapitän, habe ich dir die Wahrheit gesagt? Ja, das hast du. Da ist er. Hände
Der Stein gehört mir, so war es abgemacht. Alle Amazonen lieben Kongo. Amazonen nicht auf Kongo schießen. Weiber alle gleich schlecht. Alle falsche Hexen. Du. Dummes Wort, Peter. Fort mit Lana. Und nimm die Schrifttafel mit. Ich kann dich doch hier nicht allein lassen. Du musst. Du bist jung. Dieser Schuft, dieser Verbrecher. Lana. Va indora, Lana. Chavantes capita, sare molti bior, qui ma morque voca frinta. Tahira sagt, wir müssen fort. Chavantes kommen. Chavantes hören schießen. Sie kommen alle. Dann ist es spät. Ich kann ihn doch hier nicht liegen lassen. Komm, nehmen wir ihn mit.